Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich wieder mein Rod I Read Next für euch. Das habe ich euch im letzten Video ja schon angekündigt. Etwas verspätet, aber ihr dürft wieder abstimmen, was ich diesen Monat, ich kann ja jetzt schon diesen Monat sagen, lesen werde. Im letzten Monat habe ich es leider nicht geschafft, das Votingsbuch zu lesen. Aber wie gesagt, da kam die OP dazwischen und da ist einfach sehr viel untergegangen, wie zum Beispiel auch Videodrehen etc. Aber ja, heute habe ich wieder vier Bücher mit einem Überthema ausgesucht. Also es sind alles Romance-Bücher, die auch schon eine Weile hier liegen. Also sie sind nicht ganz fresh eingezogen, sondern es sind wirklich Romance-Bücher, die ja schon eine Weile auf meinem Sub liegen und dementsprechend gerne davon befreit werden dürfen. So. Jetzt würde ich sagen, starten wir mit dem ersten und da ich gerade letztens mit Ivy im Kino war und den neuen Colleen Hoover-Verfilmung geschaut habe, dachte ich mir, wird es doch immer Zeit, ein anderes Colleen Hoover-Buch vielleicht von meinem Sub zu befreien. Never Never heißt das Ganze, ist ein Zusammenschluss von Colleen Hoover und Taryn Fisher. Es liegt hier bestimmt schon 1,5 bis 2 Jahre, würde ich mal behaupten und ja. Dürfte dann jetzt tatsächlich gerne mal von meinem Stapel der ungelesenen Bücher verschwinden. Vor allem, weil ich eben auch super gerne Colleen Hoover lese, kann ich mir nicht erklären, warum es immer noch hier liegt. Grenzenlose Liebe, flammende Gefühle und unerträgliche Spannung. Charlies, genannt Charlie und Silas, beste Freunde seit der Kindheit und heimliches Paar gegen den Willen ihrer Familien, wachen auf und erinnern sich an nichts. Beide Erinnerungen sind wie weggewischt. Was steckt dahinter? Oder besser, wer? Beim Versuch herauszufinden, wer sie sind und was passiert ist, kommen sie einer Familienfehde auf die Spur, in die sich ihre Eltern verwickelt hatten und die sie und ihre Liebe auseinandergetrieben hatte. Doch was hat das mit ihrem gemeinsamen Gedächtnisverlust zu tun? Und dann geschieht es erneut. Genau 48 Stunden nach dem ersten Mal erwacht Silas ohne Erinnerungen an all das, was sie zuvor war. Und ohne Charlie, denn die ist wie vom Erdboden verschwunden. Buch Nummer 1. Das nächste Buch habe ich von Ivy auch geschenkt bekommen. Das hat sie von einer Freundin, die in der Buchhandlung arbeitet. Das ist nämlich ein unverkäufliches Leseexemplar. Jetzt sind wir echt, heißt das Ganze. Und das habe ich euch, glaube ich, auch schon ein paar Mal in die Kamera gehalten. Vielleicht haben wir ja Glück und dieses Mal klappt das Ganze mit dem Voting, ohne euch da jetzt irgendwie in eine Richtung drücken zu wollen. Also es sind alles vier Bücher, die ich tatsächlich gerne von meinem Sub befreien würde. Da tut ihr mir bei jedem einen Gefallen mit. Vielleicht musste Liebe nicht brandneu und besonders sein, vielleicht musste sie einfach nur echt sein. Berlin, 2 Jahre zuvor. Bei einem Schreibworkshop lernt Lucy Gregor kennen, der sich mit jedem seiner Worte in ihr Herz schreibt, bis sie nach dem Sommer kein einziges Wort mehr von ihm hört. Köln, jetzt. Plötzlich steht Gregor wieder vor ihr. Als wäre nicht schon schlimm genug, dass er für seinen Master nach Köln gezogen ist, muss Lucy sich ausgerechnet mit ihm die Moderation des Hochschulpodcasts teilen. Mit ihm und seinen Worten voller Erinnerungen, Herzklopfen und Bauchkribbeln. Und dazwischen eine große Frage. Wieso ist Gregor wirklich zurückgekommen? Buch Nummer 2. Das dritte Buch habe ich euch auch schon ein paar Mal unter die Nase gehalten. Das ist im Rahmen einer Rebuy-Bestellung hier eingezogen. Und seitdem liegt es hier. Ich hatte ja überlegt, ob ich mir vielleicht erstmal noch Band 2 kaufe und dann quasi so einen Anschwung habe oder so einen kleinen Motivationsschub habe, beide in einem Rutsch zu lesen. Manchmal hilft mir das tatsächlich. Ja, und dann denke ich mir, was ist, wenn du Band 1 richtig blöd findest und dann hast du 2 Bücher hier liegen und Geld dafür ausgegeben? Ja, First World Problems nennt man das, glaube ich. Ich rede natürlich von, oder das heißt natürlich, ich rede von Dear Love, I Hate You. Das habe ich euch, wie gesagt, schon ein paar Mal in die Kamera gehalten und vielleicht ist ja jetzt der Zeitpunkt gekommen zu sagen, befreie es von deinem So, please es und dank mir später. Würdest du einem Fremden deine dunkelsten Geheimnisse verraten? Ich habe genau das getan. Als Irvina Harper einen anonymen Brief in der Bibliothek vergisst, ist sie außer sich. Niemand hätte ihn je entdecken sollen. Niemand hätte ihn je lesen sollen. Und noch weniger hätte ihn jemand beantworten sollen. Doch Irvina und der Unbekannte beginnen sich zu schreiben. Erst ein Brief, dann 2 und dann immer mehr. Jedes Stück Papier enthüllt ihre dunkelsten, tiefsten Geheimnisse und die Regeln sind klar. Niemals dürfen sie die wahre Identität des anderen erfahren. Niemals dürfen ihre Geständnisse nach außen dringen, denn das würde ihr Leben zerstören.
Alles scheint ein harmloses Spiel zu sein, bis Avina herausfindet, wer ihr Brieffreund ist. Xavier Emery, Star der Basketballmannschaft, Tyrann ihrer Kindheit und ausgerechnet der, in den sie sich zu verlieben droht. Buch Nummer 3. Und dann kommen wir last but not least zum letzten Buch, das ich heute rausgesucht habe. Es ist auch das einzige Hardcover in diesem Video. Und zwar ist das das Buch von Rebecca Yarros, Weil ich an dich glaube. Die liebe Ina und die liebe Tatjana haben es schon gelesen und ja, bittere Tränen geweint. Also ich bin auf jeden Fall schon vorbereitet, auch wenn ich wahrscheinlich trotzdem nicht genug vorbereitet bin. Rebecca Yarros schafft es ja doch sehr, sehr oft, mit meinen Emotionen zu spielen und mich da so ein bisschen aus der Reserve zu locken. Nicht, dass ich sowieso sehr nah am Wasser gebaut wäre und ein sehr emotionaler Mensch bin, aber sie kitzelt da echt alles, was ich habe, aus mir raus, jedes Mal aufs Neue. Es ist ja auch kein Wunder gewesen dann, dass ich einmal Fourth Wing und einmal, wie hieß das andere? Dieses Kriegsbuch von ihr, das im Hause Kiss erschienen ist. Ich komme gerade nicht mehr auf den Namen. The Things We Leave Unfinished? Ich glaube, so hieß es. Die haben mich beide so komplett weggeflasht. Also ich erwarte Großes. Ganz ehrlich, wenn dieses Buch gewinnt, ich erwarte Großes. Wie weit gehst du für diejenigen, die du liebst? Zwei Dinge hat Camden Daniels für seine Rückkehr in seine Heimatstadt Elba in Colorado vorgenommen. Er wird seinem kranken Vater die medizinische Behandlung ermöglichen, die dieser sich wünscht. Und er wird seine Kindheitsliebe Willow auf Abstand halten. Die Frau, die er schon immer geliebt hat, die er aufgrund der Vergangenheit aber nicht lieben darf. Willow ist allerdings ganz und gar nicht gewillt, sich von Camden fernzuhalten. Als die beiden sich unwillkürlich nahe kommen und Willow sich in aller Öffentlichkeit bedingungslos hinter Camden stellt, könnte das jedoch alles zerstören, was ihnen wichtig ist. Buch Nummer 4. Das waren alle vier Bücher, die ich euch zur Auswahl gebe. Ich mache natürlich wie immer nochmal einen Schnelldurchlauf mit euch. Buch Nummer 1, Never Never von Colleen Hoover und Taryn Fisher. Niemals aufhören, niemals vergessen, niemals. Buch Nummer 1. Buch Nummer 2 wäre Jetzt sind wir echt von Gabriela Santos de Lima. Buch Nummer 3 wäre Dear Love, I Hate You. Und Buch Nummer 4 wäre Rebecca Yarros, Weil ich an dich glaube. Great and Precious Things. Wie ich das gerade sehe, haben wir zweimal einen Reihenstart und zweimal einen Einzelband, falls euch das bei eurer Entscheidung helfen sollte. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Stimmt fleißig ab, egal ob hier oder auf Instagram oder auf TikTok oder wo auch immer. Ich packe euch die vier Bücher natürlich wie immer unten in die Infobox. Da könnt ihr sie euch auch nochmal genauer anschauen. Das war's jetzt von mir. Habt's fein und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.